Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen. Wir spielen heute Rainbow Six Siege in der Beta. Wir spielen den Modus Terrorist Hunt, also wir müssen Terroristen jagen und das spielen wir im Lonely Wolf Modus. Ich spiele mit der Termit-Klasse, also damit kann ich Bände freisprengen in allen möglichen Situationen und das ist für mich eigentlich ein Vorteil. Zumindest sehe ich das. Ich habe auch noch nicht so viele Klassen freigeschaltet. Ja, also das Ziel des Moduses ist es, 22 Terroristen zu töten. Dafür habe ich unendlich viel Zeit, weil ich im Easy-Mode spiele. Also das ist der leichteste Modus. Einfach nur, weil ich jetzt das Spiel noch nicht so lange spiele und ich mit dem Hard-Mode, beziehungsweise es gibt einen Hard-Mode und es gibt noch eine Stufe, also realistisch, gibt's noch, damit komme ich noch nicht so ganz klar. Da gehe ich immer so drauf, wenn ich noch so 5-6 Geiseln habe, 5-6 Terroristen habe, die ich noch platt machen muss. Und oh shit. Und die sind richtig scheiße, denn die sprengen sich in der Nähe von einem in die Luft und dann ist man am Arsch. So, wir sprengen jetzt die Tür hier. Gehen rein. Und hier ist auf jeden Fall noch einer drin. Irgendwo ist hier noch einer. Ich warte mal kurz hier in der Ecke, da ist er. So, Headshot, den haben wir down. So, jetzt müssen wir versuchen. Also, ich arbeite mich. Also, ich habe. Mein System ist es so, sich ein bisschen von unten nach oben in diesem Haus zu arbeiten. Es gibt ja verschiedene Maps. In dem Haus mache ich es immer, dass ich von unten nach oben gehe. Oder halt andersrum. So, da ist einer hinter die Wand gelaufen. Zum Glück kann man hier durch einige Wände durchschießen. Okay, hier ist eine Refill-Kiste, das ist schon mal gut. So, ich versuche, also mein Ziel ist es, keinen Schaden zu bekommen, weil das ist halt der Easy-Mode. Da sollte es möglich sein, ohne Schaden hier durchzukommen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das überhaupt hinbekommen. Also es ist eigentlich echt ein geiler Spielmodus, wenn man mal alleine ist. Man kann das auch mit Freunden spielen. Das ist halt eine Herausforderung, weil man muss halt echt versuchen, sich ein bisschen taktischer und langsamer durch das Haus zu bewegen, als einfach hier so durchzurennen. Okay, da ist schon fast passiert, ey. Da habe ich schon fast Schaden gekriegt. Auf jeden Fall sitzt links hinter der Wand einer. Okay, dann möchte ich jetzt nicht lange. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal raus. Ich würde ja gerne anlocken, aber ich habe immer das Gefühl, dass die da oben einfach warten und ihr Leben chillen. Aber warte mal, hier können wir auch noch hochgehen. Okay. Okay, da sind zwei. Okay. Wir müssen auch auf jeden Fall aufpassen. Denn es gibt auch einige Positionen, wo Minen liegen, die uns dann direkt in die Luft sprengen. Oh, scheiße. Jetzt weiß ich nicht, was passiert. Okay, krass. Ich weiß jetzt nicht, wo ich... Achso, ich bin in den Keller gelaufen wieder. Okay, alles klar. Ich bin einfach mal losgerannt. Da in der Ecke sitzt 100 pro nur einer. Nee. Okay. So. Okay, ich bin gerade mega unter Strom. Mega konzentriert. Okay, ich würde sagen... Am liebsten würde ich eigentlich hier unten irgendwie rauskommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich reingegangen bin. Normalerweise gehe ich über die Garage rein, aber ach genau, ich bin über die linke Seite hier reingegangen. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Okay, wir gehen erstmal hoch. Hier kann ich nicht rein. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich mich durch das Eisen mit Termit durchsprengen kann. Okay, die sind auf jeden Fall aufs Dach gegangen. Ach, scheiße. Yo! Okay, das ist noch zu. Alter! Okay, wir haben noch 10 Stück. Hier sitzen auf jeden Fall welche drin. Ich habe nämlich gerade
basement, second floor. Hinter der Wand sitzt einer. Das Geile ist, man kann natürlich die Wand durchschießen und kann auch durchgucken, aber von hier aus sehe ich noch gar nichts. Okay. 9. Okay, ich muss nach unten. Oh, scheiße. Oh. Alles klar, jetzt habe ich ein kleines Problem, denn ich habe nicht mehr so viel Munition. Ab in den Keller. Dann holen wir uns erstmal ein bisschen Munition wieder. Sonst komme ich gleich nicht mehr klar. Das ist nämlich auch eine Sache, da muss man mega aufpassen, bevor man in irgendeinem Raum eingeschlossen ist und dann im Endeffekt keine Munition mehr hat. So, alles klar. So, wir können jetzt rein theoretisch. Können wir die obere Etage. Ein bisschen klären, indem wir da mal. Okay, wo war der? Krass, ich hab den nicht gesehen. Alter, der war einen harten Kopf, ey. Okay, 3 Stück noch. Das höre ich sehr oft im Hard Mode. Wow, wow, wow. Oh, scheiße. Jetzt werden sie sauer. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Ich weiß nicht, in welchem Raum der drin ist. Ist der hier drin? Oder ist der hier drin? Hier ist er. Alles klar. Ja, zack. Damit haben wir die Mission geschafft. Wir haben ungefähr, ja, 7 Minuten haben wir gebraucht. Circa. Ja, und im Grunde ist das der Spielmodus. Mir macht das persönlich sehr viel Spaß, weil das einfach mal so eine Herausforderung für einen selber ist. Es gibt verschiedene Maps und ja, da ich in Zukunft auf jeden Fall öfter Rainbow Six bringen werde, also wenn die Beta vorbei ist, kann es sein, dass es ein kleines Loch gibt, bis das Spiel dann letztendlich released wird. Man weiß ja nicht, ob das dann auch wirklich dann released wird, wann es released werden soll. Bei Ubisoft ist das ja immer so ein Ding. Die haben ja auch Watch Dogs auf dem letzten Drücker nochmal verschoben. Deswegen könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Bock habt, dass ich das Spiel öfter mal bringe. Den Spielmodus vor allen Dingen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein.